Seid ihr es, die Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Origins hier im DLC Die Hexenjagd. Wir sind auf Morrigans Spuren und müssen herausfinden, was sie an den Illuvians findet, an diesen elfischen Spiegeln, die es ermöglicht haben, früher über weite Strecken miteinander zu kommunizieren. Und wir brauchen dafür die Lichter Arlethans hier im Kadaschteig. Was finden wir denn hier? Es ist, als würde man in einem Feld. Ich war mir so sicher. Tja, Finn. Verdammt. Das war wohl nix. Ein Satz mit X war das vielleicht, aber auf jeden Fall nichts Hilfreiches. Was ist das? Oh mein Gott, es ist ein Hinterhalt. Oh mein Gott, was soll ich tun? Ich komme ja überhaupt nicht damit klar. Er ist viel zu stark. Und tot. Wie die alle durcheinander reden, wie die Bescheuerten, ne? So, da vorne haben wir noch ein Licht. Ihr wart also noch nie draußen? Das ist das erste Mal? Nein, natürlich war ich schon draußen. Aber es war schrecklich. Wir mussten Dehnübungen machen. Ich habe geschwitzt. Und überall war Dreck. Während meiner Zeit als Schüler dachten unsere Lehrer, es würde uns gut tun, mindestens einmal die Woche an die frische Luft zu kommen und ein paar Übungen zu machen. Sonne und frische Luft sind gut für euch. Wisst ihr, wovon die frische Luft im Sommer voll ist? Mücken. Und sie gieren nach frischem, zartem Magierfleisch. Nun ja. Wenn man es so sieht. Aber zum Glück hatte sich die Sache schnell erledigt, als ein Schüler diese Gelegenheit genutzt hat. Er ist einfach von der Anlegestelle gesprungen und ans andere Ufer geschwommen. Die Templer konnten ihm in ihren Rüstungen nicht hinterher schwimmen. Sie haben ihn erst eine Woche später wieder aufgespürt. Danach mussten wir plötzlich nicht mehr nach draußen. Aber dieser Magier, Enders, hat immer wieder versucht zu entkommen. Und seit seinem letzten Fluchtversuch habe ich nichts mehr von ihm gehört. Aha, so ist es also gewesen. Dieser Anders übrigens ist ein wichtiger Charakter später, der taucht nämlich nochmal wieder auf. Karl Sharrock hat Katalash vernichtet, aus Angst vor dem Reich. So, und da haben wir die letzte Eintragung hier. Brief eines Ausgrabungsarbeiters, nee, das ist genau aus Bevarax Notizen. Wir dachten, das Reich hätte die in Katalash versteckten Elfen gefunden und sie vernichtet, aber das ergibt keinen Sinn. Der Teig wurde durch gewöhnliche Zwergenwaffen zerstört und nicht durch magische Kräfte. Keine übernatürlichen Mächte haben den Stein zum Schmelzen gebracht und keine gewaltigen Kräfte die Säulen pulverisiert. Neben einigen anderen Dingen haben wir auch Schilde entdeckt, die das Wappen alter Häuser von Karl Sharrock zierte. Wir haben Katalash zerstört. Es war unser eigenes Volk. Die einzige Erklärung, die jetzt noch bleibt, ist, dass Karl Sharrock herausgefunden hat, dass die Elfen ihr Zuflucht gefunden haben. Und um ihre Allianz mit dem Reich von Tevinter nicht zu gefährden, haben die Zwerge Maßnahmen ergriffen, um alles zu vertuschen. Obwohl bislang noch keine Beweise gefunden wurden, die diese Theorie widerlegen, hat sie die Halle der Bewahrung entzweit. Während einige diesen Vorfall in die Erinnerung aufnehmen, beharren andere darauf, dass die Wahrheit in den dunklen Hallen der tiefen Wege begraben liegt. Von Tevinter haben die Zwerge ihre eigenen Leute abgeschlachtet. Wie verabscheuungswürdig. Tja, es scheint so. Das ist schon ziemlich heftig. Hätte ich auch von den Zwergen nicht gedacht, aber offenbar ging die Angst von Tevinter so tief, dass sie dazu fähig waren. Ich wollte gerade sagen, was haben wir denn da für welche? Oh, der Hörler Kampfmagier, der muss auf jeden Fall dran glauben. Wirbelwind! Probier es doch mit einem Kettenblitz. Tot ist er. Na komm schon. Oh, ein Hörlock Berserker. Der könnte tatsächlich mal ein bisschen mehr drauf haben. Oh ja, das sieht auch tatsächlich danach aus. Hier müssen wir jetzt mal die Gruppenheilung wirken. Und weg ist er. Wunderbar. So leicht ist unsere Gruppe eben nicht zu besiegen. Es hat wieder über ein Sovereign gegeben. Also Geld kriegt man hier wirklich mehr als genug. Das sollte uns nicht ausgehen. Okay, das führt auf jeden Fall hierhin. Zu mir. Oh, süd. Na also. Ha! Licht, Arlethan. Ich habe hier kein gutes Gefühl. Okay, verdammt, da haben wir auf jeden Fall schon mal einen Magier, der Ariane gerade aufs Korn nimmt. Wie wäre es mit dem exakten Schlag? Da machen wir hier nur ein bisschen Schaden. Ariane, ich brauche deine Hilfe. Der Magier hier ist nicht ohne. Und wir können ihn so gut wie keinen Schaden anrichten, weil er uns die ganze Zeit wegstößt und regeneriert. Und
er benutzt offenbar auch Blutmagie. Unruhe. Und tot ist er. Wir haben 4 Lichter Arlefins. Ich hoffe, sie reichen aus. Allerdings brauchen wir noch immer die Scherbe des Illuvien. Sobald ihr bereit seid, sollten wir zu den Elfenruinen aufbrechen. Perfekt. Das heißt, hier haben wir jetzt im Prinzip alles erledigt. Wir haben die Lichter von Arlethan. Gut der hohen Beweglichkeit. Alle Attribute plus 2. Was für gute Gegenstände findet man hier bitte? Krank. Das ist wirklich einfach nur noch krank. Also die Power Creep auf die alten Gegenstände ist unermesslich, wenn man so will. Wenn wir jetzt hier lang gehen, müssten wir eigentlich den Teig auch verlassen können, um dann zu den Elfenruinen vorzudringen, wo wir dann eine Scherbe des zerstörten Illuvien finden werden. Ja, die Elfenruinen. Sehr schön. Mal sehen, was sich dort alles getan hat, seitdem wir dort waren. Es ist ja nun auch schon eine ganze Weile her. Die Dalish müssten uns aber immer noch sehr freundlich gesonnen sein. Das sind die Ruinen. Der zerstörte Illuvien müsste hier irgendwo sein. Ich bin so aufgeregt. Ja, okay, wir treffen sie also gar nicht. So sehr hasst draußen zu sein. Warum begleitet ihr uns dann? Ich konnte mir die Gelegenheit, mehr über die alten Elfen und die Spiegel zu erfahren, nicht entgehen lassen. Außerdem mag ich die Gesellschaft. Danke. Ich meinte den Hund. Pass auf, Finn. Pass auf. Charakteristischer Leichnam. Sehr schön. Der Hund scheint besonderes Interesse an dieser Sehenswürdigkeit zu haben. Ach, dann markiert er wieder das Gebiet. Ob der Hund vielleicht ein wenig Privatsphäre braucht? Er sieht nicht danach aus. Er gibt sich damit zufrieden. Was wir ihm geben. Wie ihr meint. Manuskriptkopie. Der Titel ist Antivanisch oder auch aus Nevara. Kann man verkaufen. Nichts Besonderes. Dann werden wir mal sehen, was wir damit machen werden. Hier müssten jetzt auch gleich Gegner auftauchen. Das sind natürlich Skelettkrieger. Natürlich. Beziehungsweise infizierte Elfen. Oh, und da ist sogar... Oh, fuck. Nein, 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 nein. Der kriegt einen drauf. Da sollten wir vielleicht hier die Stein- und die Felsrüstung machen. Komm schon. Ach, das ist die Felsfaust. Verdammt. Dann, ah, da ist sie, die Steinrüstung. Die hilft hier auf jeden Fall. Sehr schön. Während wir uns um die restlichen infizierten Elfen kümmern. Es sind nur 2. Wenn wir das nicht kämpfen müssen, sollten wir es kurz und schmerzlos machen. Okay, Finn hat sich gerade selbst geheilt. Da ist ein Kreischer aufgetaucht. Diese Leute waren krank, bevor sie gestorben sind. Aua. Alles hier ist einfach ansteckend, also sei vorsichtig. Er hat Angst vor Dreck und Keimen. Er ist so ein kleiner Monk irgendwie. Aber Monk war ja eigentlich sehr sympathisch. Also Monk mochte ich wirklich. Dalish-Handschuhe. Drago-Leder. Infizierter Schlüsselmeister der Elfen. Was ist denn hier passiert? Ich meine... Wie ist das zustande... Alter. Wie ist das zustande gekommen mit dieser Seuche? Ich meine, das letzte Mal, als wir hier waren, da waren wir doch gerade, da haben wir einen Fluch hier von diesen, von den Elfen genommen. Und jetzt kommt der Scheiß schon wieder. Das ist alles andere als wunderbar. Und die sind wir schon mal losgeworden. Ist da gerade schon wieder ein Kreischer aufgetaucht. Jo. 2 sogar. 3. Kreischer Alpha sollte als erstes sterben. Oh, 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 oh. Gib mir die Richtung vor. Beleb sie mal ganz schnell wieder. Geistschlag. Die hauen aber auch drauf.
Sehr schön. Gerade noch so gerettet. Es hätte auch anders ausgehen können. Wie wäre es, wenn du mal die reinigende Aura gleich einsetzt? Denn Ariane könnte einen Schädelbruch erlitten haben. Das ist nicht besonders nett. Da wackelt das Gehirn immer so hin und her. Wärmebalsam. Inventar ist leider voll. Tja. Shit happens, würde ich sagen. Können wir jetzt da durch? Ich werde es tun. Okay, durchkommen wir hier auf jeden Fall. Das ist jetzt die andere Seite. Ich habe hier kein gutes Gefühl. Und auch hier wieder infizierte Elfen. Und dieser Schlüsselmeister, den wir jetzt tatsächlich auch offenbar angreifen können. Nein. Ariane, oh nein, Ariane. Sie braucht einen meisterhaften Wundumschlag. Und wir müssen jetzt mal durchdrehen hier. Oh, sie ist schon wieder tot. Momentum brauchen wir nicht, machen wir über den Herzsucher. Hat leider nicht geklappt. Was hat der Schlüsselmeister für uns? Einen alten Bronzeschlüssel. Was? Nein. Finn, was war das? Finn, was soll das? Steh mal auf. Bitte. So, die reinigende Aura, die... Ja, die hat gewirkt. Sehr schön. Dann wäre das Thema nämlich auch durch. Jetzt müssen wir nur gucken, wo setzen wir denn diesen Schlüssel überhaupt ein? Die Trauer Alethans. Ein Bogen aus Vulkangold. Wie gesagt, Power Creep ist einfach nur stark in diesem DLC. Aber offenbar soll es auch einfach so sein. Ich bin gespannt, wie das dann in den anderen DLCs noch ist, ob das dann noch extremer ausfällt. Oh fuck. Betäubt ist nie gut in dieser Situation. Der Kreischer. Was war hier denn eigentlich nochmal die Spezialisierung, die wir noch wählen konnten? Kann ich jetzt leider nicht sehen. Es gab doch irgendwie bei jeder Klasse eine neue Spezialisierung. Und natürlich die neuen Berufe. Ich werde es tun. Froststein und Lebensstein. Wie ihr meint. Finden wir hier schon das, was wir wollen? Die Spiegelkammer, das sieht sehr danach aus. Sehr schön. Der Schlüssel passt. Hier ist der zerstörte Illuvien. Wie war das nochmal? Euer Name ist Florian Phineas? Horatio Aldebrand, der Hochwohlgeborene, nicht zu vergessen. Mein Vater hat darauf bestanden. Haben euch eure Eltern gehasst? Nein, sie lieben mich. Ich glaube, der Name kommt daher, dass ihre überwältigende Liebe ihren Verstand verdrängt hat. Das klingt total logisch. So, hier haben wir den Illuvien. Ich kann kaum glauben, dass dies einer der Illuvien ist. Er ist überwältigend. Und zerstört. Ziemlich zerstört. Mit der Scherbe und den Lichtern Arlethans müssten wir in der Lage sein, ein Wahrsagerritual durchzuführen, um einen unbeschädigten Spiegel aufzuspüren. Das hier sieht nach einem geeigneten Ort für das Ritual aus. Wir können beginnen, wann immer ihr bereit seid. Hm. Das klingt jetzt nicht so, als könnten wir dabei angegriffen werden, aber man weiß ja nie. Ich hoffe, es funktioniert. Ich hoffe auch. Oh, es war ja so klar. Und wir müssen tatsächlich auf Finn verzichten. Aber abgesehen von diesen niederen Schatten haben wir es offenbar mit keinen anderen Gegnern zu tun. Mit denen werde ich fertig.
Schöpfer, spürt meine Hand. So, die beiden. Jetzt ist es Zeit zum Kämpfen. Nicht nachlassen. Sieht ganz gut aus vom Stärke-Level her. Kann ich mir da nicht viel vorwerfen. Blute ich etwa? Oh nein, meine Robe hat einen Riss. Oh nein! Oh Gott! Ach, und was war mit... Gebt uns euer Blut, Ariane. Wen kümmern schon die Schmerzen? Jetzt geht es um mein Blut. Hat das Ritual funktioniert? Ich habe einen anderen Illuvien aufgespürt. Er ist in den Drachenknochenödlanden. Die Magister aus Tevinter haben ihn vermutlich dorthin gebracht, um herauszufinden, ob die alten Drachenknochen die Macht des Illuvien verstärken. Was tun wir, wenn wir dort sind? Wir untersuchen den Spiegel. Er könnte uns Hinweise auf Morrigans Absichten liefern. Und falls sie auch nach den Illuvien sucht, ist sie vielleicht sogar dort. Wollen wir? Ja, wäre schon cool. Die Frage ist halt, was plant Morrigan wirklich? Denn irgendwie ist das schon merkwürdig. Versammeln wir die Gruppe. Die Drachenknochen-Ödlande sind ziemlich weit im Norden Ferelden's. Auf diesem alten Friedhof, den einst die Drachen aufgesucht hatten, um zu sterben, ist ein Illuvien verborgen. Dann gehen wir mal los in dieses Gebiet. Und wer weiß, vielleicht wartet Morrigan ja tatsächlich dort. Vielleicht werden wir sie dort finden. Okay, das sieht schon ziemlich böse aus hier. Wir sind da. Haltet die Augen nach Drachen offen. Und nach Spiegeln. Ziemlich cool, muss man sagen, von der Optik her. Gefällt mir gut. Da gehe ich ganz bestimmt nicht lang. Sagte er und ging drauf zu. Genau. Hüter war hier neu. Und Kampfmagier war hier neu. Ich dachte eigentlich immer, dass Arcana Krieger der Kampfmagier ist. Wir gehen hier auf Willenskraft. Und ansonsten müssen wir mal gucken, was wollen wir denn hier machen. Klarheit. Alte Meditationstechniken erlernt, die ihm ein Dorf, einen Bonus auf Mana oder Ausdauer gewähren. Das finde ich gut. Und er kann noch einen Skillpunkt lernen. Der Magier verändert den Arkan-Schild, um teilweise ins Nichts überzutreten. Solange der Zauber aktiv ist, hat der Magier somit deutlich größere Chancen, gegnerische Zauber oder physikalischen Angriffen zu entgehen. Ist er inaktiv, sind seine Chancen zumindest noch leicht erhöht, okay? Ich save den Punkt tatsächlich. Erstmal will ich den Punkt safen. Was haben wir denn hier? Der Krieger führt einen mächtigen Hieb aus, der darauf abzielt, die schwächsten Gegner auszuschalten. Ist der Angriff erfolgreich, wird ein Ziel mit einem normalen oder niedrigen Rang automatisch getötet. Oh, das können wir eigentlich mal machen. Das passt doch zu unserem blutrünstigen Köter. So, hier ist Geistkrieger neu und Behüter. Sehr interessant. Aber auch davon können wir natürlich nichts wählen. Wir gehen hier weiter auf Vitalität. Und was hatten wir hier noch? Wüste Beschimpfungen. Level 25, Level 27. Wie viele Level sollen wir denn hier aufsteigen? Tiefschlag. Der Charakter zielt auf die Beine nahe Gegner und fügt ihnen dadurch kurzzeitig Abzüge auf Bewegungs- und Angriffsgeschwindigkeit zu. Hat ein Gegner bereits blutende Wunden durch Zwillingsschläge erlitten, rutscht er außerdem aus und stürzt zu Boden. Klingt auch ganz gut. Um die Gegner ein bisschen zu distracten. Na, warum steuere ich denn jetzt Rocky? Drachen. Und die Kultisten natürlich. Es war so klar. Diese Kultisten kennen wir noch. Es müsste derselbe Kult sein eigentlich. Und tot sind sie. Ich bin noch nie zuvor einem Drachenanbeter begegnet.
Sie haben wohl nicht viel für Plaudereien übrig, was? Warum sollte jemand einen Drachen anbeten? Drachen sind groß, mächtig und sie speien Feuer. Manche Leute sind einfach leicht zu beeindrucken. Warum sollte jemand einen Drachen verehren? Ja, genau, das ist eine gute Frage. Vielleicht, weil sie dachten, dass Andraste ein Drache ist? Naja, wie auch immer. Weitere Feinde erwarten uns! Überall Kultisten, die mich direkt mal betäuben. Wie ihr meint. Die halten offenbar auch etwas mehr aus als die normalen Schläge. Irgendwo ist hier ein Magier, der mich extrem nervt. Da oben ist er sogar. So, und der kommt dummerweise in unsere Richtung. Also dummerweise für ihn. Denn das ist logischerweise sein Untergang. Ariane, was machst du denn da ganz allein? Autsch! Erstmal volle Kanne in die Falle reinrennen, ist natürlich auch die feine Englische. Ariane ist wieder tot. Ich habe gar nicht gemerkt, wie sie gestorben ist. Das könnte problematisch werden. Gucken wir mal, dass wir den Drago hier tot kriegen. Verdammt. Und auch noch die Falle ausgelöst. So. Ja. Da habe ich eigentlich kein bisschen aufgepasst, dass das Inventar voll. Aber die Drago-Schuppe sollten wir eigentlich schon mitnehmen, weil man weiß ja nie, was man damit hier in diesem DLC noch machen kann, ob es da eine Quest gibt oder so. Ja. Ja, genau, Finn. Lauf da auch noch schön rein. Das ist genau das, was wir wollen. So, da werden wir jetzt alles nehmen. Da unten heißt es, die Kultisten sind auf uns aufmerksam geworden. Aber was davon sehen, kann ich nicht. Eigentlich müssen wir uns jetzt erstmal nochmal anständig erholen. Aber wir sind ja irgendwie... Wir stecken ja wieder irgendwie im Kampf drin. Das nervt so ein bisschen. Ich fürchte, wir müssen erstmal weiter, um diesen Kampf irgendwie zu beenden. Ich meine, gut, theoretisch haben wir genug von diesen super... Ich folge eurer Führung. Von diesen super Wundumschlägen. So. Wie auch immer ein Hund sich selbst in Verband geben kann, aber es gibt manche Sachen in Dragon Age, die sollte man vielleicht nicht unbedingt hinterfragen. Es ist, wie es ist. Drachenknochenbeil. Aus Vulkangold. Jesus Christ, diese Namen. Das ist schon... heftig. Danke. Wir nehmen das mit. Und müssen nun immer noch in diese Richtung. Warte mal, die Truhe und das Fass, kriegt man die von hier? Diese Drachenköpfe überall. Ja. Betrachtet es als erledigt. Menno. Immerhin die Kekse. Siegwald hat die Kekse aus der Dose geklaut. Ups. Habe ich gerade eine Rolle gemacht? War das gerade eine Rolle? Für einen kleinen Moment war ich sehr verwirrt. So, wen haben wir denn da? Wir haben präzise Schläge von irgendwelchen Kultisten. Mit geballter Kraft ringen wir sie nieder. Also das Gebiet ist optisch echt cool, auch mit diesem hohen Turm hier, der so eingefallen ist, und dem Mond. Sehr okkult. Die Frage ist immer noch, wo ist Morrigan und was hat sie vor? Was ist das? Ein Vatera? Unmöglich, sie sind nur Legenden. Das heißt, sie waren Fels und Baum, Wind und Regen, von den Elfengöttern belebt, um ihr Volk zu beschützen.
Um ihr Volk zu beschützen? Warum sieht er denn aus, als wolle er euch fressen? Oh Gott, ein Veteral also. Hier müssen wir vorsichtig sein. Der erste richtig krasse Bossgegner in diesem Spiel, wenn man so will. Holy shit. Wir müssen vorsichtig sein. Er macht extremen AOE-Damage. Wie wäre es denn mal, wenn wir hier vielleicht... Hast würde ich jetzt nicht unbedingt wirken. Aber die heldenhafte Verteidigung auf Siegwald schon mal. Damit er nicht so schnell stirbt. Oh nein, Finn! Oh je, Drachen. Und der kommt ja wieder dazu. Greif ihn an, greif ihn an. Was soll das heißen, du kannst nicht mehr? Wie wär's denn mit der zweiten Lunge? Tadam. Und wieder aufgefrischt. Warum bist du noch nicht tot? Ich weiß ja wohl selbst nicht, warum er noch nicht tot ist. Schon wieder dreht Finn durch. Wow. Wie schnell war denn der Drache tot? Das muss wohl diese besondere Fähigkeit gewesen sein. Oh nein. Wie wäre es mit einem Meister auf dem Wundumschlag und zwar schnell? Gerade so überlebt. Und du kannst eigentlich auch mal einen anständigen Mana-Tank nehmen. Einen meisterhaften Mana-Tank. Danke. Und dann hacken wir dem doch schon mal eine weitere Steinfaust rein. Und eine anständige Gruppenheilung. Okay, der Geistschlag hat jetzt nicht wirklich funktioniert. Stirb, Veteral! Das Nest heißt es da vorne. Veteral. Arianne sagt, die Elfengötter hätten die Veterals erschaffen, um die Elfen und ihre wertvollsten Artefakte zu beschützen. Sie sind so selten, dass sogar die Dalish sie nur für Legenden halten. Der eine, dem du begegnet bist, war außergewöhnlich grausam und hat sogar Arianne angegriffen, eine Angehörige des Volkes, das er beschützen sollte. Warum genau ist jedoch vollkommen unklar. Das ist es wirklich. Was klar ist, ist, dass wir eine Stufe aufgestiegen sind. Schatten oder Speer der Legion. Allerdings habe ich keine Ahnung, wie wir das freischalten können. Das müssen wir wahrscheinlich noch selbst herausfinden. Der Schurke verschmilzt vollständig mit dem Schatten, wodurch er kurzzeitig allen physischen Angriffen entgeht. Das ist gut. Das können wir auf jeden Fall benutzen. Zentrum der Macht heißt es hier. Das Nest, Zentrum der Macht. Was genau sich dort befindet, werden wir dann erst beim nächsten Mal herausfinden. Wobei, wir können ja schon mal reingehen. Das ist immerhin reingehen, ist schon mal viel wert. Das sieht wahrlich aus wie ein Nest. Sehr, sehr gruselig, wenn ihr mich fragt. Sag mir nicht, dass da vorne ein funktionstüchtiger Illuvian ist. Oh mein Gott. Dort ist Morrigan. Der Illuvian. Und er leuchtet. Wir sollten... Ich glaube, sie erwartet euch. Fragt sie nach unserem Buch. Nicht weiter, bitte. Noch ein Schritt und ich verschwinde. Dieses Mal für immer.
Es gibt keinen Grund wegzulaufen. Ich nehme an, ihr wisst, was das ist. Ich habe gewaltige Mühen auf mich genommen, um dieses Portal zu finden und es zu aktivieren. Gebt mir keinen Grund, es zu benutzen. Ihr werdet keine Möglichkeit haben, mir zu folgen. Wo will sie denn hin? Die Illuvien sind Portale? Wohin führen sie? Zu einem anderen Ort. Jenseits dieser Welt und jenseits des Nichts. Doch dieses Portal kann nur noch ein weiteres Mal benutzt werden. Selbst das zu erreichen war schwierig. Um die Wahrheit zu sagen, habe ich so lange gewartet, weil ich neugierig war. Sagt mir, warum seid ihr hier? Wir waren mal Freunde, Morrigan. Ihr habt also so lange Jagd auf mich gemacht, um mir eure Hilfe anzubieten? Ich werde euch nie verstehen. Und ihr werdet mich nie verstehen. Wie soll ich euch auch verstehen, wenn ihr mir nicht dabei helft? Ich wüsste nicht einmal, wo ich mit den Erklärungen anfangen sollte. Am Anfang am besten. Sagt mir, wo das Kind ist. Es ist in Sicherheit und für euch nicht zu erreichen. Alles, was ihr wissen müsst, ist, dass das Kind vollkommen unschuldig ist. Es weiß nichts von dem Schicksal, das es erwartet. Wie sieht euer Plan aus? Ich will es wissen. Mein Plan ist, von hier zu verschwinden und das Kind auf das Kommende vorzubereiten. Aber eine solche Vorbereitung erfordert Zeit und Macht. Wenn ich Erfolg haben will, brauche ich beides. Ich wage nicht, noch mehr zu verraten. Nicht einmal euch. Was ist denn das Kommende? Was ist gemeint mit dem Kommenden? Warum habt ihr mich verraten? Ich habe euch nicht verraten. Ich bin gegangen, genau wie ich gesagt hatte. Ihr habt mich benutzt, um das zu bekommen, was ihr wolltet. Ich habe an eurer Seite gekämpft. Ich habe mein Leben aufs Spiel gesetzt, um euch bei eurer Aufgabe zu unterstützen. Und dann kam es zu schnell zur Schlacht. Ich musste zu euch kommen. Und ich wollte euch nicht sterben sehen. Und jetzt steht ihr hier vor mir, lebendig. Also erzählt mir nichts von Verrat. Ich habe keine weiteren Fragen. Dann gestattet mir, euch eine Warnung zu geben. Es ist Flemeth, vor der ihr euch vorsehen solltet, nicht ich. Wenn ihr auf jemanden Jagd machen wollt, dann auf sie. Aber sie ist doch tot. Flemeth ist tot. Meine Mutter hat den Tod und noch Schlimmeres mehr als einmal überlistet. Sie ist ebenso wenig tot, wie ich es bin. Ich dachte, ich wüsste, was Flemeth plante. Ich dachte, sie sehnte sich nach Unsterblichkeit. Aber ich lag falsch. Vollkommen falsch. Sie ist keine Blutmagierin, keine Abscheulichkeit. Sie ist noch nicht einmal ein echter Mensch. Das Ritual war nur ein Mittel zum Zweck. Ein Vorbote für das, was kommen wird. Warum? Was wird geschehen? Der Welt steht ein Wandel bevor. Viele fürchten den Wandel und werden mit jeder Faser ihres Wesens dagegen ankämpfen. Doch manchmal ist der Wandel das, was sie am dringendsten benötigen. Manchmal ist der Wandel das, was sie befreit. Das ist keine Antwort. Mehr habe ich nicht anzubieten. Sie wird doch jetzt nicht echt da durchgehen. Ich darf nicht länger zögern. Es ist Zeit für mich zu gehen. Ihr müsst das nicht allein durchstehen, Morrigan. Doch. Aber ich wünschte, es wäre anders. Es gibt noch eine letzte Sache, von der ihr wissen solltet. Ich schenke euch etwas. Ihr findet dort das Buch der Dalish und etwas, das euch sehr interessieren dürfte. Lebt wohl, mein Freund. Sie ist hindurchgegangen und wir können ihr nicht folgen.
Der Hund gräbt erstmal. Okay, das war ja doch kürzer, als ich gedacht hatte. Ein kurzer, aber feiner DLC. Wir haben jetzt leider nicht erfahren, was wir genau da gefunden haben. Auf jeden Fall hat sie gesagt, das wird uns sehr interessieren. Das wirft natürlich jetzt Spekulationen hervor, was es sein könnte. Interessant fand ich vor allem, dass sie mehrfach erwähnt hat, dass der Welt ein Wandel bevorsteht. Dass, sie hat von dem Kommenden geredet. Jetzt natürlich die Frage, was meint sie damit? Meint sie vielleicht etwas, was in den Folgeteilen passiert, in Dragon Age 2 oder in Dragon Age Inquisition? Könnte sein, aber eigentlich passiert da nichts so Krasses, was jetzt der ganzen Welt einen Wandel unterzieht. Vielleicht ist das der mögliche Aufhänger für Dragon Age 4. Möglich ist das Ganze. Das bedeutet, dass wir jetzt den ersten von diesen vier besonderen DLCs schon durch haben. Und das bedeutet auch, dass wir beim nächsten Mal dann an einen anderen anfangen werden. Ich weiß noch nicht welchen. Wir könnten die Golems, diesen Golem-DLC machen. Oder den Liliana-DLC. Oder den der Dunklen Brut. Eins von beiden wird es sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, zuzugucken. Fand es sehr interessant. Und im nächsten Video dann einen neuen DLC. Denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure.